Der Klassenstandpunkt formt sich in gesellschaftlichen Verhältnissen. Und du, Dietmar, hast dich speziell mit Ernst Thälmann befasst, mit seinem Werden, mit seinem Klassenbewusstsein und hast für dich selber Parallelen zu deinem Leben gezogen. Ja, es liegt ja an der Gesellschaft selbst, wie sie strukturiert ist und nicht an der Perspektive, aus der man die Gesellschaft betrachtet. Wenn man sich schon in jungen Jahren einen Klassenstandpunkt erarbeitet, ich werde darauf noch eingehen, dass meine eigene Biografie genau entgegengesetzt von der Biografie Ernst Thälmanns war und ich trotzdem in der Lage war, die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten aus dieser völlig anderen Perspektive heraus zu erkennen, wie Ernst Thälmann die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten aus seiner Perspektive heraus erkannte. Ich habe da vor einem Jahr zum 69. Todestag Ernst Thälmanns eine Gedenkrede gehalten und habe da, was sein Erkenntnisgewinn in Bezug auf die Gesellschaft betrifft, die Sache kurz auf den Punkt gebracht. Ich lese also mal einen kurzen Absatz aus dieser Rede vor. Als 1933 die Ausbeuterklasse in Deutschland ihre offen terroristische Diktatur errichtete, war für Ernst Thälmann klar, dass es jetzt erst recht gilt, zu kämpfen. In seiner Rede in Ziegenhals forderte er den außerparlamentarischen Massenkampf, den Machtkampf um eine Arbeiter- und Bauernrepublik. Er stellte klar, dass statt einer Kapitulation nun die allerstärkste Aktivität geboten war. Diese Worte schossen mir durch den Kopf, als ich, gerade einmal halb so alt wie heute, eine ähnliche Situation erlebte. Es waren keine Marschblöcke der SA, aber die Marschierenden boten das gleiche gespenstische Schauspiel. Ein Mann wie Ernst Thälmann war nirgends in Sicht, die Bosse westdeutscher Banken und Konzerne in Lauerstellung. Das konsumgesteuerte Spießbürgertum, berechenbar wie ein Hund, der nach jeder Wurst springt, die man ihm hinhält, kreischte hysterisch nach der D-Mark. Noch im Jahre 1990, bezeichnenderweise am 17. Juni, verabschiedete die sogenannte frei gewählte Volkskammer das sogenannte Treuhandgesetz, mit dem das Eigentum des Volkes an die westdeutsche Ausbeuterklasse verschleudert wurde, freilich ohne das Volk zuvor zu fragen. Das Volk der untergehenden DDR erfuhr erstmalig am eigenen Leibe, wie eine sogenannte Demokratie funktioniert. Es war die perverseste Privatisierungsplünderung seit der sogenannten Arisierung jüdischen Eigentums durch die Nazis, welche damals von Hermann Göring als Abwicklung bezeichnet wurde. Dass dieser Ausdruck 1990 vom BRD-Regime ebenso zynisch verwendet wurde, beweist die Unterschiedslosigkeit kapitalistischer Regime. Hitler wie Kohl, Jacke wie Hose. Jene erste Konterrevolution vom 17. Juni 1953, die erfolgreich niedergeschlagen wurde, als unsere sowjetischen Befreier uns 8 Jahre nach der Befreiung ein zweites Mal vom Faschismus befreien mussten, wäre ohne dein beherztes Eingreifen zweifellos zu einer zweiten Reichspogromnacht geworden, zumal teilweise sogar ein und dieselben Täter die Brände legten wie 15 Jahre zuvor. Nachdem das BRD-Regime also Bürger zu Bettlern gemacht und Millionen Biografien zerstört hatte, stellte ich mir die Frage, wie Ernst Thälmann nun gehandelt hätte. Die Antwort gab allerdings kürzlich, also vor einem Jahr, ein berüchtigter Großinquisitor, dem noch im Rentenalter eine beeindruckende Karriere gelungen ist. Er sagte, Zitat, Verzicht auf Gewalt kann in bestimmten Fällen bedeuten, Unterdrückern und Aggressoren das Feld zu überlassen. Allerdings bezog er diese Erkenntnis nicht auf die Jahre 1989-90, sondern auf den 20. Juli 1944. Welche Möglichkeiten des Eingreifens bestehen aber heutzutage, darf das 1990 durch die feindliche Übernahme unserer DDR, durch die imperialistische BRD entstandene Kriegsdeutschland, das seit dem sogenannten Kosovo-Krieg von 1999 wieder in altbekannter Manier den Globus in Brand steckt, völkerrechtlich gesehen überhaupt existieren? Stand in den nach wie vor gültigen Beschlüssen des Potsdamer Abkommens denn nicht klar und deutlich, dass Deutschland entnazifiziert und entmilitarisiert werden muss und dass die 4 Siegermächte gemeinsam Verantwortung für Deutschland als Ganzes tragen, hat der sogenannte 2+4-Vertrag, in welchem gleich zu Anfang steht, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, nicht spätestens seit dem sogenannten Kosovo-Krieg seine Geschäftsgrundlage verloren?
Oder vielleicht schon im Dezember 1991, als der damalige Bundesaußenminister die Patentärkommission im Auftrag des westdeutschen Monopolkapitals hintergangen hatte und durch die staatliche Anerkennung zwei von Separatisten beherrschten Teilrepubliken Jugoslawiens zum Architekten des Völkermordes auf dem Balkan wurde. Es mag zweifellos stimmen, dass auch Ernst Thälmann sich die deutsche Einheit gewünscht hätte. Keineswegs aber das 1990 entstandene Gebilde, denn ein solches Deutschland kannte er ja. Das halt ein kleiner Auszug, die Rede, die ist ziemlich lang gewesen, es war ja auch ein sehr wichtiger Gedenktag, aber dadurch habe ich ja Ernst Thälmann mal ein bisschen vorgestellt. Und nun zu dir selber. Ja, meine Biografie, während Ernst Thälmann im tiefsten Elend aufgewachsen ist, sein Vater oftmals den Beruf wechselte. Sein Vater war mal Kutscher, er war auch mal Wirt gewesen, er hatte den gleichen gutmütigen Charakter wie Ernst Thälmann selbst, hat dadurch einen riesengroßen Fehler begangen, hat einem säumigen Gast, der die Zeche nicht bezahlen konnte und irgendwann offenbarte, dass er niemals in der Lage sein wird, die Zeche noch nachträglich zu zahlen, und dann Thälmanns Vater bat, in Naturalien zahlen zu können, da hat er das großzügig akzeptiert. Was zum Ausgang hatte, dass Thälmanns Eltern alle beide von der kaiserlichen Justiz für 2 Jahre ins Zuchthaus geworfen worden sind, wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Woher hätten die beiden wissen sollen, dass die Naturalien gestohlen gewesen sind? Aber Gutmütigkeit kann manchmal schlimme Folgen haben. Das hat auch Ernst Thälmann kennengelernt, als ein gewisser Genosse Wittorf Parteigelder veruntreut hat. Und Ernst Thälmann sich schützend vor ihn gestellt hat und er innerhalb der Partei zwischenzeitlich weggeputscht wurde. Seine Nachfolgerin war eine gewisse Ruth Fischer, die Schwester von Hans und Gerhard Eisler, wobei Hans und Gerhard Eisler unserer Sache bis zum Lebensende treu geblieben sind. Ruth Fischer hingegen nach der Befreiung in die USA gegangen ist. Und deren Herrschaft währte nur kurz, weil unser Stalin darauf bestand, dass Ernst Thälmann sofort wieder eingesetzt wurde, denn er hätte keinen anderen gewusst, der die Aufgaben der KPD hätte auf internationaler Ebene wahrnehmen können. Da gab es ja noch die Kommentaren und Kominform und die Organisation. Die Genossen damals selber haben ihn gewählt, ne? Haben das eingesehen. Also Thälmann ist in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und ist auch schon mal von zu Hause abgehauen, was eigentlich nicht so ganz ins Bild passte, was von Thälmann gerne gezeichnet wurde. Er sollte ja möglichst hundertprozentig erscheinen. Ach naja, weißt du, die Biografie, die in der DDR erschien, die hat das deutlich gezeigt. Die kenne ich gar nicht, die hätte ich dann mal lesen müssen. Ich kenne nur kurze Auszüge aus DDR-Schulbüchern. Ja, die kriegst du dann mal. Ich habe übrigens noch das Glück gehabt, das war ein Kollektiv, das diese Biografie erstellt hat, den Genossen kennenzulernen. Der hat damals, also in den Anfangsjahren, ich war ja bis 1999 Mitglied der KPD, hat er immer einmal im Monat einen kurzen Beitrag gebracht aus dem Leben Ernst Thälmanns. Mhm. Kompetent war er und so habe ich auch ihn persönlich kennengelernt. Das heißt, diese Darstellung Ernst Thälmanns war schon so, wie sie auch war. Also mit seinen Schwierigkeiten, wo er von zu Hause abgehauen ist, das wurde alles benannt. Auch die Motive, die er damals hatte. Das war mir nicht bekannt. So, und jetzt einen messerscharfen Kontrast, die wirklich absolut gegenteilige Biografie, die man davon zeichnen konnte. Ich bin am 22. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz geboren. Und kam also 1967 in der ursprünglichen BRD in Bendorf am Rhein, das liegt mitten in Rheinland-Pfalz, im Koblenzer Ballungsraum, hoch oben auf der Wohlstandswoge des vermeintlichen Wirtschaftswunders zur Welt. Mein Vater war Computertechniker im Außendienst bei IBM, meine Mutter Lehrerin. Und man kann sagen, die Golddukaten regneten geradezu vom Himmel. Mein Vater war gerade 30 Jahre alt, als er am äußersten Dorfesrand eine Baugenehmigung bekam, ein völlig überdimensioniertes Haus dort errichtete, weit weg vom Schuss, in sehr steiler Lage.
Ich war als Kind sehr schwächlich gewesen, hatte eine Hüftnekrose, musste vom 7. bis zum 11. Lebensjahr mit einem Metallgestell herumhumpeln. Und für mich war das immer ein endloser Kampf, da den Berg hochzukommen, von der Dorfesmitte bis zum elterlichen Haus. Es war also eine Art Isolationshaft gewesen. Ich hatte zwar wie jedes andere Kind eine Handvoll Spielkameraden immer gehabt, die regelmäßig wechselten. Echte Freunde hatte ich nie, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass meine Eltern selbst nie einen Freundeskreis hatten. Meine Eltern lebten total isoliert, was mit dem Grund hatte, dass mein Vater Alkoholiker ist. Und nachdem meine Eltern umgezogen sind, sie haben 1971 gebaut, sie es nicht schafften, in diesem riesengroßen Haus die Hygiene aufrechtzuerhalten. Soweit ich mich noch erinnern kann, was ich so im 4. Lebensjahr um den 4. Geburtstag herum mitbekommen habe aus der Mietwohnung, obgleich es sich um dieselben handelnden Personen drehte, gab es doch keine hygienischen Probleme. Und später in dem riesengroßen Haus am Ende der Welt, da war also alles sehr verkommen. Wenn dreimal im Jahr Verwandtschaft zu Besuch kam, das war immer das gleiche Zeremoniell. Sonntags morgens um 7 Uhr ging das altbekannte Geräusch los. Hui, der Staubsauger. Und ich als Bronchialasthmatiker habe da also kaum noch Atem bekommen, weil trotz des Staubsaugerfilters die Luft zum Schneiden dick war, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Ich wuchs in einem Klima auf aus Leistungsdruck, Einschüchterung, Gewalt und Alkoholismus. Es herrschte eine gnadenlose, gewaltgeladene Despotie. Ich wurde regelmäßig bei allen möglichen Kleinigkeiten mit allen möglichen Holzgegenständen verprügelt. So litt ich also in meinem 5. Lebensjahr an einer Blasenschwäche. Das war kurz vor dem Umzug. Und meine Mutter hat mir gedroht, wenn das ein drittes Mal passiert, dass ich das Wasser nicht halten kann, da würde ich sie kriegen. Und zweimal ist es mir passiert vor dem Umzug. Und als wir dann im November 71 umgezogen sind, da wurde ich von meiner Mutter auf das Allerbarbarischste verdroschen. Ich war nie im Kindergarten. Mich hat irgendwie, es ist ja dort in der ursprünglichen BRD alles in kirchlicher Trägerschaft. Dieses pfäffische, verschwiemelte Gesabbere und Geseiere hat mich angeekelt. Ich habe sehr gefremdelt als kleines Kind. Meine Mutter war das nur recht. Da konnte sie mich umso mehr in den Würgegriff nehmen und von der Außenwelt abschirmen. Sie hätte mich wohl am liebsten fast in den Uterus zurückgestopft. So war die drauf gewesen. Das ist also diese Art und Weise, das sind diese Charaktere von Müttern, die ihre Söhne probieren, zu einem Ödipus zu dressieren. Also wenn ein solcher Zwangsödipus eine sehr schwache Charakterstruktur hat, wird nicht selten ein Frauenmörder daraus. Also eine solche Biografie war mir vorgezeichnet, aber da ich bekanntlich nicht zu den charakterschwachen Persönlichkeiten zähle, ist das Thema Frauenmörder dann gegessen gewesen. Ah ja, dann war, wo in dieser einsamen Gegend am Dorfesrand, das Dorf heißt Hambach-Weis, ist ein Stadtteil von Neuwied, der Stadt, in der auch der große Schriftsteller Friedrich Wolff geboren ist. Nachdem am Dorfesrand in der ersten Hälfte der 70er Jahre die Besiedlung losging, ist dort ein Arzt hingezogen, der zwei Töchter hatte. Und die eine Tochter war genauso alt wie ich, die andere ein Jahr jünger. Und die ein Jahr jünger war, die hatte nichts Mädchenhaftes an sich. Die war also mehr wie ein rauflustiger Kerl. Und ging mit mir auch entsprechend im Befehlston despotisch um, wie es im Hause meiner Eltern der Fall war. Ich habe ja nie ein anderes Kind zu Gesicht bekommen, wusste also in meiner Hilflosigkeit auch nicht, wie ich mich verhalten soll. Und befahl mir im eiskalten Winter, wo also überall Schnee lag, nur die Regentonne, die war nicht richtig zugefroren. Da waren also noch teilweise nicht zugefrorenen Stellen, wo man direkt das Wasser sah. Da befahl mir also diese Nachbarstochter, mir Mütze und Schal und Handschuhe auszuziehen und in die Tonne zu knallen, ins Wasser hinein. Und da war es mal wieder so weit, dass meine Mutter mich aufs Barbarischste mit so einem Nudelholz, wo ja Nudeln mitgemacht werden, verdroschen hatte, dass ich also grün und blau war und der Steiß mir noch 2 Wochen wehtat, weil ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Eine ähnliche Situation erlebte ich, als ich mit meiner Mutter einkaufen war im Aldi
und sah, dass da die Einkaufswagen überall in Ecken rumstanden. Und ich als kleiner Stecker von 6 oder 7 Jahren habe gesagt, ja, so geht das nicht. Und habe die also schön ineinander gestopft und reingeschoben. Und meine Mutter bekam einen Tobsuchtsanfall. Das ist doch nicht deine Sache. Da haben sich gefälligst die Bediensteten drum zu kümmern. Und da siehst du, wie Charaktereigenschaften aussehen. Ich habe also nicht egoistisch gedacht, wer gibt mir was dafür, wenn ich was mache, sondern ich hatte auch immer die ganze Gesellschaft im Blick gehabt, dass also die Gesellschaft als solche in Ordnung ist, wie man sich bettet, so liegt man, sagt ein altes deutsches Sprichwort. Mhm. Und da sieht man also die unterschiedlichen Charakterstrukturen, den Sinn der Arbeit, den findet man auch heraus, wenn man von Karl Marx noch nie etwas gehört hat. Der Spießbürger sagt, Sinn meiner Arbeit ist, Kohle zu machen. Der arbeitet für das Häuschen im Grünen, für sein privates sogenanntes Familienglück, für seinen Egoismus. Und im Gegensatz zum Egoisten sieht der Kommunist den Sinn der Arbeit darin, eine gerechte, solidarische Gesellschaft aufzubauen. Das heißt, wenn, solange er daran gehindert wird, und das ist ja jetzt meine Einstellung, die ganz aktuelle, ich sehe also den Sinn meiner Arbeit nicht darin, für Billiglohn irgendeinem privaten Lohnsklavenhalter zu dienen, sondern Klassenkampf zu führen, damit wir eines Tages, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich steuere darauf zu, das wissen wir nicht, eines Tages wieder so gut leben können, wie es in der DDR vor 30 Jahren der Fall war. Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist unser Tun. Lohnarbeit ist uns deshalb verhasst, weil wir ja wissen, dass mit der Lohnarbeit nicht bloß das Proletariat reproduziert wird, auf einem ständig sinkenden Niveau, durchschnittlich übrigens, sondern es wird auch die Klasse der Bourgeoisie reproduziert und noch wichtiger, es wird das System der Ausbeutung reproduziert. Das ist vor allen Dingen das Verbrecherische der Lohnarbeit, dass der Proletarier selber dafür sorgt, dass die Klasse der Bourgeoisie das Ausbeutungssystem reproduzieren und erweitert reproduzieren kann. Und da mache ich auch direkt mit Marx weiter. Das Sein prägt das Bewusstsein. Man hatte die gleiche Lügenpropaganda der gleichgeschalteten Klassenjournalie in der ursprünglichen BRD, in der Bonner Republik, sag ich mal zur Unterscheidung vom heutigen Vierten Reich, denn es waren ja eigentlich zwei völlig verschiedene Gebilde gewesen. In der damaligen Bonner Republik, da hörte ich als etwa 10-Jähriger zum ersten Mal, dass es noch ein anderes Deutschland gibt. Da wurde mir gesagt, ja, da sind die Leute unfrei, da bekommen sie gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Da gibt es eine Mauer, mit der sie gefangen gehalten werden, die sind eingesperrt. Und da dachte ich, ja, das ist ja genauso wie im Haus meiner Eltern. Da sind meine Eltern also Kommunisten. Wenn das da in der DDR so zugeht wie bei mir privat und die Leute werden in Gefängnissen gequält und geprügelt, kann ich ja alles bereits. So, und dann habe ich irgendwann rausbekommen, da war ich mit meinen Eltern in Heiligenhafen, das ist ein Städtchen in der Nähe der Insel Fehmarn am Nordostzipfel Schleswig-Holsteins, von wo man Rundfunk und Fernsehen der DDR gut bekommen konnte, also auch im Radio als UKW-Sender, beim Fernsehen, beim altmodischen Fernsehen bzw. UKW, ist ja die Reichweite eines Sendeturms etwa 80 bis 100 Kilometer. Ja, und das reichte aus. Fehmarn war dicht genug dran. Das war dicht genug dran. Und da habe ich da so gehört, ja, wie ein Haus gestrichen wurde und alle halfen mit. Und meine Eltern haben sich mokiert, was das für Zustände sind, dass alle halfen mit. Der böse Kommunismus, wo man gezwungen wird, anderen mitzuhelfen und so weiter. Da dachte ich, Moment, da ist irgendwie ein Widerspruch. Dann habe ich in Neuwied auf Mittelwelle 783 kHz das erste Mal in meinem Leben Stimme der DDR reinbekommen als 11-Jähriger und horchte in die Mittelwelle hinein. Was in einem solch schlimmen Land, wo es so despotisch zugeht wie im Hause meiner Eltern, was man da den Leuten überhaupt sagen will. So, und ich hörte den Rundfunk der DDR, habe hin und wieder das eine oder andere Fremdwort nachgeguckt im Fremdwörterlexikon meiner Eltern. Und als 12-Jähriger, da lebte sogar mein Großvater von der väterlichen Seite noch, der ist erst gestorben, als ich 12,5 war, komme ich auch noch drauf. Und als 12-Jähriger war ich bereits vom sozialistischen System der DDR überzeugt. Mhm. Wirklich weißt du, begründet überzeugt. Ich habe in meinem Kalender für das neue Jahr da auch eine Geschichte geschrieben, weil nämlich 1956, da war ich ja auch
Da war ich 5 Jahre alt, habe es also hinreichend bewusst miterlebt. Da war das tatsächlich auch so, dass mein Elternhaus damals entstand und das ganze Dorf hat mitgemacht. Wir als Familie lebten im Gutshaus in der sogenannten Bauernstube, währenddessen unser Genossenschaftshaus gebaut wurde. Wobei man dazu sagen muss, dass so vereinsamt ich mir in diesem ländlichen Bereich im hintersten düsteren Rheinland-Pfalz vorkam, dass diese Vereinsamung nichts mit der Bevölkerungsdichte zu tun hat, denn du bist ja im Bezirk Neubrandenburg geboren. Das war immer der von der Bevölkerung, der Bezirk, der DDR-Bezirk mit der allergeringsten Bevölkerungsdichte, hat nur etwas mehr Einwohner gehabt als der flächenmäßig winzig kleine Ich Bezirk kann Suhl. das, was du sagst, heute nachvollziehen. Die Einwohnerzahl des Dorfes Großpolzin Geht sinkt dann noch weiter ständig, runter. geht immer weiter runter, jedes Jahr geht sie runter. Und die wenigen Leute, die da sind, machen dann irgendwelche ABM-Jobs. Ja, der Bezirk Neubrandenburg ist inzwischen auf Vakuum gebaut. Aber was eben die Beziehung der Menschen untereinander angeht, das ist eben keine Genossenschaft mehr. Dort hängen heute an den Türen die Schilder: Vorsicht, bissiger Hund. Naja, ja gut, die Schilder, die gibt es eigentlich überall auf der Welt. Das sagt mir Die nicht allzu viel. sind typisch für diese Gesellschaft. Die Häuser damals in der Deutschen Demokratischen Republik waren durchweg gastfreundlich. Wir Kinder waren quasi überall zu Hause. Aber heute ist das nicht so. Aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail kommen. Ich will nur sagen, ich habe quasi das Gegenteil erlebt von dir, eine gegenteilige Kindheit als du. Ich muss dazu sagen, dieses Gebiet, das kenne ich auch nicht besonders gut. Ich war zu DDR-Zeiten im Bereich des heutigen Bundeslandes Brandenburg, hauptsächlich Bezirk Frankfurt-Oder, da kenne ich fast jede Ecke. Ich war dann mal in der Stadt Potsdam, darauf komme ich noch, zum 100. Geburtstag von Friedrich Wolff, der ja in Neuwied geboren ist. Da waren wir mit einer Delegation dort. Und ich war 1986 mal einfach so aus Scherz vom Urlaubsort meiner Eltern mit dem Bähnchen nach Lübeck gefahren und von Lübeck aus dann mit dem Schiff nach Rostock eingereist. Und das hat auch funktioniert, hat mich keiner gestört, wurde an der Grenze freundlich abgefertigt. Also diese ganzen Horrorgeschichten, wie schlimm das war. Ich habe vorgestern noch im Internet eine MDR-Dokumentation gesehen über das zentrale Aufnahmeheim Zeberne-Gröntgental, über das ich 1985 in der DDR kam das schlimme Quarantänehaus und was man da überall für eine Angst hatte und wie die einen befragt hatten und wie die einen drangsaliert hatten und man wusste ja nicht, was jetzt als nächstes passiert. So, aber ich mache mal chronologisch weiter. Im Jahre 1982, da war ich also als damals 15-Jähriger wieder am Urlaubsort meiner Eltern in Heiligenhafen. Da hatten wir einen Farbfernseher, der seekammtauglich war. Ich muss jetzt natürlich den jüngeren Leuten erklären, bei der altmodischen Technik, da hatte man verschiedene Farbsysteme. Es gab selbst für Schwarz-Weiß verschiedene Systeme, aber da hatten BRD und DDR das gleiche System, B und G. Wobei das Farbsystem, da hatte die BRD und viele andere Länder Westeuropas das PAL-System und Frankreich hatte SECAM und die DDR hatte genau wie alle anderen osteuropäischen Staaten das Farbsystem SECAM übernommen. Deshalb waren ohne höhere Technologie im Fernseher die Systeme nicht empfangbar. Und das war halt ein Fernseher, der schon so einen kleinen Computer drin hatte, der also das System erkennen konnte und dementsprechend da auseinandergenommen hat, dass also auch SECAM-Signal wiedergegeben wurde. Und da habe ich in der Zeitschrift TV Hören und Sehen hieß die, da war noch DDR-Programm mit abgedruckt und da habe ich da gesehen, da stand der schwarze Kanal und da habe ich gedacht, obwohl ich ja selbst mit Radios und Fernsehen rumgebastelt habe und natürlich hätte draufkommen können, dass der Fernsehkanal ist, dachte ich, der schwarze Kanal, das ist wahrscheinlich so ein düsterer Krimi über Schifffahrtskanal, wo sie sich da ihre Schießereien da im Hafen liefern oder sowas in der Richtung. So ähnlich habe ich mir das vor. Und da habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben im Fernsehen Karl Eduard von Schnitzler gesehen.
Also ein Eimer Eiswasser über den Kopf geschüttet ist nichts dagegen. Ich habe es erst einmal in meinem Leben mit tiefster Berührung mitbekommen, dass die Welt tatsächlich mal so geschildert wird, wie sie ist. Dass ich also nicht eine Hölle auf Erden erlebe und alle sagen, ach wie schön und ach wie nett und was hat der Kaiser für neue, schöne neue Kleider an, sondern dass jemand mal die Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, die und die unhaltbaren Zustände gibt es in der BRD und das, das ist der Hintergrund. Karl Eduard von Schnitzler war absolut genial gewesen. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. Das Glück hatte ich. Du hast ihn kennengelernt? Ja. Alle Achtung. Es gibt noch ein paar andere große Namen, die allerdings... Er war hier in diesem Raum, hat seine Frau und er geschlafen. Aber das wollen wir jetzt nicht zu weit führen. Man lernt nie aus. Also wir beide kennen uns ja jetzt auch schon seit 12 Jahren, aber dass du mir das noch nie erzählt hast, das erstaunt mich zutiefst. Kurz gesagt, in der Anfangszeit, als es noch die PDS gab, haben wir Veranstaltungen betrieben und da haben wir zwei Veranstaltungen gemacht mit Karl Eduard von Schnitzler und eine mit seiner Frau in Abständen. Und da war es mir sehr wichtig, dass er nicht irgendwo in ein Hotel geht, sondern dass er hier bei uns in der Wohnung geschlafen hat und seine Frau. Und das waren natürlich lange Abende und Nächte und, du kannst dir das leicht vorstellen, für mich sehr wichtige, schöne Erlebnisse, weil ich da eben zwei liebe, kluge, verständige Menschen kennenlernte, Genossen in dem besten Sinne des Wortes. Alle Achtung. Ich muss dazu sagen... Ich hatte einfach Glück, wenn du so willst. Ne? Dabei ist es aber nicht das erste Mal gewesen, dass ich Rundfunkkommentare aus dem Rundfunk der DDR hörte. Es gab ja zum Beispiel auch schöne Kommentare, die so ähnlich wie Karl Eduard von Schnitzlers BRD-Fernsehen kommentiert haben. Das hieß Einblicke. Das kam, glaube ich, auf Stimme der DDR morgens um 6.15 Uhr und Radio DDR 7.30 Uhr. Gab es mal eine Hetzsendung, die DDR macht im Klapperstorch Flügel. Da hat man also voller Häme das ganze Kinderkrippensystem der DDR kommentiert, denn irgendwie musste man begründen, warum man sowas in der BRD nicht hat. Und da hat der Kommentator gesagt, die haben auch da wieder was Anrüchiges finden können, das gemeinsame Sitzen auf dem Töpfchen und so weiter. Da muss einem wirklich der kalte Schauer über den Rücken laufen, mir noch nachträglich. Nur eine Bemerkung ergibt sich daraus, was sind die Flügel, die die DDR dem Klapperstorch macht, verglichen mit den Schwingen, die das BRD-Fernsehen seinen Enden verpasst. Das war vor 32 Jahren, das weiß ich heute noch, aber wenn man jetzt die älteren Genossen fragt nach den Namen der Rundfunkkommentatoren vom Radio DDR 1, Stimme der DDR, wo auch immer sie kommentiert haben, das war ja meistens immer das gleiche Kollektiv, es kann sich keiner mehr an die Namen erinnern. Ganz berühmt Ernst Knirsch, der ist in der ursprünglichen BRD geboren. Mhm. Hans Kanier, Willi Piata, Klaus Olizek, wahrscheinlich fallen mir noch mehr ein. Aber da kann ja mal der eine oder andere, der dieses Video sieht, mal recherchieren und auf den so ein bisschen auf den Spuren einer längst vergangenen goldenen Zeit wandeln. Das wäre wahrscheinlich höchst interessant. Ich kenne die auch nicht. Das können wir immer machen. Von kommunistischen Plattformen kennst du keiner, von GRH und RFB kennst du auch keiner, also umso interessanter wird's, dann zu sagen, man kann ja sagen, ich hätte es mir als eingebildet. Ja, nee, weißt du, Dietmar, das ist auch ein Effekt, den du hier nennst, den ich gerade erlebe. Da haben wir uns ja auch nicht drüber abgestimmt, aber ich will's, weil es gut hierher passt. Mhm. Habe ich mal die Nase reingesteckt ins Buch, auch wenn ich es mir nicht gekauft habe. Ja, es ist der gleiche Effekt. Ne? Egon Krenz als Herausgeber hat dieses Buch geschrieben über Walter Ulbricht. Mhm. Und dabei hat er selber auch was geschrieben, aber vor allen Dingen hat er Leute befragt, die mit Walter Ulbricht zu tun hatten. Und da kann ich mich nun gerade noch so an die Namen erinnern, aber... hab vieles vollständig vergessen und habe mich durch das Buch, durch dieses gute Buch daran erinnert und habe eigentlich gemerkt, dass wir in unserer Deutschen Demokratischen Republik doch im Verhältnis zu heute
wirklich in der neuen, in der guten Gesellschaft gelebt haben, weil dieses Bemühen um Kunst, um Sport, um Wissenschaft, um positive Beziehungen der Menschen untereinander im Verhältnis zu heute, ja, wie Lichtjahre differenziert das? Jetzt muss ich sagen, den Namen Walter Ulbricht, den hörte ich vielleicht mit 13 zum ersten Mal. Dennoch kann ich mich ganz, ganz exakt an Ulbrichts Todestag erinnern, obwohl ich seinen Namen erst viele Jahre später hörte. Das kam dadurch, weil man in der ursprünglichen BRD, da hatte man ja, so wie das heute ist, nur 6 Wochen Sommerferien als Schüler, wohingegen in der DDR, da waren es 8. 8 Wochen hatten wir, ja. In der DDR wurde man ja meines Wissens 1. September oder Anfang September eingeschult. 1. September, ja. Weltfriedenstag. So, und in der ursprünglichen BRD war das so, wie es heute ist, eine Bundesland so, anderes so. Und ich bin eingeschult worden am 1. August 1973, an dem Tag, an dem Walter Ulbricht starb. Somit und an meinen allerersten Schultag kann ich mich logischerweise noch erinnern. Somit weiß ich also noch von Ulbrichts Todestag, aber als Zeitzeuge falle ich dann natürlich flach. Also Ulbricht kenne ich auch nur aus historischen Filmen und Tondokumenten und vieles, was ich über ihn und von ihm gelesen habe. Mir ist auch seine Biografie bekannt, dass er selbst Tischler gelernt hat und der Vater Schneider war. Das weiß ich also dann doch schon. Ne, es geht uns ja darum, wir sprechen ja über das Thema Klassenstandpunkt. Wir merken, dass in den Zeiten, in den Gesellschaften sich Standpunkte entwickeln und dass eben die Klasse der Bourgeoisie daran arbeitet, das Klassenbewusstsein des Proletariats negativ zu gestalten, weil es zur Aufrechterhaltung der Macht ja notwendig ist, wogegen wir uns in der Deutschen Demokratischen Republik bemüht haben, das Klassenbewusstsein der arbeitenden Klasse zu entwickeln, das Miteinander und Füreinander. Weißt du, wir mussten ja heute Vormittag auf der Straße wieder über diese Wahlplakate der CDU lachen. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, wo die CDU auf dem Wahlplakat auch Miteinander. Da schreiben sie auf mehreren. Das ist, ja. Es gibt nicht nur eins mit diesem Spruch, das ist deren Tenor. Die ja, da haben sie so sich wahrscheinlich gedacht, ja, das kennen die Leute hier, das Miteinander, das werden wir mal zu unserem Spruch machen. Es ist einfallslos. Ja, es ist demagogisch. Aber ne? Die anderen Parteien sind auch nicht besser. Die linkische Linke, die schreibt PISA, Lob und weniger Schulabbrecher. Also wir versinken, oder die Linke, die schreibt von wegen 100 Euro Rente mehr für freiwillige Feuerwehrleute. Ja, ja, also die machen, als ob wir keine größeren Probleme hätten, macht die Linke da Feinjustierung. Das mit dem PISA-Lob, da hätte man schreiben können, wir haben in den letzten 20 Jahren eine ganze Generation von zwangsverblödeten PISA-Krüppeln fabriziert, die nicht lesen und schreiben können. Führen wir schnellstmöglich das Bildungssystem der DDR wieder ein. Erwarte das mal von dieser linkischen Linken. Natürlich ich muss verraten, ich habe mich mit dem Kandidaten zum Amt des Ministerpräsidenten Rico Gebhardt zweimal persönlich unterhalten können. Ich lasse es lieber, das zu kommentieren. Ich bin bleich geworden und wenn ich dran zurückdenke, ich werde es wieder. Mhm. Naja, es macht gar nichts heraus. Uns geht es darum, dass die gesellschaftlichen Produktionsmittel auch gesellschaftliches Eigentum werden. Richtig. Und wenn eine Partei also diesen wichtigen Punkt nicht in ihrem Programm hat oder ihn nicht anstrebt, dann ist es eben keine Partei der arbeitenden Klasse, keine Partei des Proletariats, sondern dann ist es eben nur eine geschäftsführende Organisation, wie andere auch der Bourgeoisie. Und dass die CDU sich demagogisch zu dem Miteinander bekennt, das ist dann eben ein Miteinander zwischen Bourgeoisie und Proletariat, wobei eben die Bourgeoisie das Proletariat ausbeutet. Das ist das CDU-Miteinander. Also ich habe da die Losung fabriziert, kein Mindestlohn und kein Hartz IV, Staatsbetriebe brauchen wir. Ja, das ist gut. Hier steht's. Ich habe es mir also nicht gerade erst mal so einfallen lassen. Um damit mal weiterzumachen, jetzt waren wir bei 82, 83, da hatte ich das erste Mal als 16-Jähriger wohl gemerkt, in der Schule mit Politik Kontakt.
Und zwar lag es daran, ich bin im katholischen Kulturkreis aufgewachsen, war also bis zum 22. Lebensjahr tatsächlich auch Mitglied der katholischen Kirche. Hast du auch an Gott geglaubt? Ich glaube dem Pfaffen eh nichts. Und ich meine, dieses ganze kreationistische Weltbild, das widerspricht ja dem Materialismus diametral, wobei. Aber du warst da trotzdem dabei und musstest du dich da nicht bekennen Ich als hab Atheist mir, oder wie? ne, ich muss da sagen, von der kindlichen Fantasie als 3- oder 4-Jähriger habe ich mir den lieben Gott immer so ähnlich vorgestellt, im Aussehen wie meine fromme Großmutter mütterlicherseits, nur halt doch ein bisschen männlicher. So, also da kindliche Fantasien, die gab es da schon, aber es ist auch irgendwie eine bisschen seltsame Sache. Religion ist ja eigentlich nur ein Herrschaftsinstrument. Das ist der einzig wahre Sinn. Es geht um Macht und es geht um Geld. Und ich glaube, auf dieses Thema Pfaffen, wir haben es ja in unseren Diskussionsrunden auch mehrfach Ja. angesprochen, aber auf die Pfaffen, da werde ich wirklich noch eingehen, denn es sind allertiefste Abgründe und jetzt, es sind nicht die Abgründe, die da von den Medien gebracht werden. Das meine ich nicht. Ich meine eine ganz andere Perspektive und zwar meine eigene, die ich von Pfaffen gewonnen habe. Messdiener sollten wir auch werden, da wurde rumgefragt und ich wollte nicht, es wollte nur ein einziger aus meiner Klasse. Der hatte auch den passenden Nachnamen Kirst, wobei Kirst, das ist ja nichts anderes als Christ. Genau wie eigentlich sagt man Kirmes und der Holländer sagt Kermes, also so ein bisschen putzen da die Buchstaben ja hin und wieder. Und ich habe also dann, ich wusste, mit 14 darf man austreten und meine Mutter war ja Lehrerin im Dorf und dann sollte ich gefirmt werden mit 13 und da habe ich gesagt, wenn du mich zwingst, das mitzumachen, trete ich mit 14 aus. Und da waren wir uns doch ganz schnell einig, dass wir es lassen. Ich bin also nicht gefirmt worden. Also die Tatsache, dass ich mit 22 erst aus der Kirche ausgetreten worden bin, war diese doch falsche Rücksichtnahme gegenüber meinen Eltern, die ich bedauere, denn die haben ja einen sehr gemeingefährlichen Anschlag auf mich verübt am 20. August 2001, wobei der 20. August auch schon so eine Art Unglückstag ist, kann man nicht sagen, denn ich hatte an dem anderen 20. August Glück im Unglück. Da habe ich nämlich wirklich das Auto meines Chefs in ein winziges Häuflein Schrott verwandelt. Und wenn man irgendwo am Straßenrand Autos mit einer Handvoll Beulen sieht und dann in der Zeitung liest, da hat es Tote gegeben, da frage ich mich, wie bin ich da unverletzt rausgekommen, wo vom Auto nichts mehr übrig war. Also solche Dinge gibt es auch. Das war der 20. August 1990, kurz nach der sogenannten Maueröffnung. Und das ist dadurch passiert, weil ich das Auto auf den Felsen gelenkt habe, denn ich hatte nur die Wahl, entweder auf den Felsen drauf oder einen tot zu fahren. Da ist jemand mit dem Trabi und ich wusste ja, dass ein Trabi aus Plaste ist. Ich kannte ja die DDR gut genug. Der ist von rechts aus dem Feldweg rausgeschossen und ich war im Zeitdruck, Laborproben, Blutproben einsammeln und so weiter und so fort fürs Taxiunternehmen. Und das war noch so ein Scheiß Servolenkung und mit Servolenkung habe ich Probleme mit aller Technik, die den Menschen bevormundet. Das ist ja auch wie dieses Rechtschreibcomputerprogramm, das immer diese behindertengerechte Schreibweise, die seit 10 Jahren Pflicht ist, einem aufzwängt, die ich hasse wie die Pest. So war das also, ich lenke ruckartig und lenke ruckartig zurück, um die Balance zu halten. Und die Servolenkung, die machen das ja absichtlich, die hat ja ein bisschen Nacheilung. Das heißt, in dem Moment, wo ich ruckartig nach rechts lenke, da ist die Servolenkung immer noch dabei, weiter nach links zu gehen, weil ich vorne nach links gelenkt habe. Und deshalb, ich muss sagen, mit einer normalen Lenkung hätte ich den artistischen Akt hinbekommen. Aber mit der Servolenkung, Gut, da ging es versteigen auf den wir uns Felsen nicht so und dann sehr wurde drauf. es Nacht. So, und derjenige, und der Clou kommt auch, der DDR-Bürger, der es mir zu verdanken hat, dass er überlebt hat. Ich hätte es ja auch nicht wie ein Kommunist, sondern wie ein Egoist handeln können. Wenn ich auf dem Trabi aufgeschlagen wäre, dann hätte es eine riesen Funken gegeben, große Explosion und da wären die Leichenteile durch die Gegend geflogen, mir wäre nichts passiert. So, und da hat es mir noch damit gedankt, dass er gesagt hat, ich hätte den Unfall verschuldet und was er damit begründet hat, dass er ja viel länger den Führerschein hat als ich. Es war ja 1990 und ich hatte den Führerschein ja erst damals erst seit 5 Jahren gehabt.
Das sind Charaktereigenschaften von Spießbürgern. Ja, na ja. Also noch ein Erlebnis 83 kam, also weil ich keinen Religionsunterricht nehmen wollte und ich mich über Religion geärgert habe, habe ich da dieses aufgenötigte Ersatzfach Ethik genommen und kam von Regen in die Jauche. Denn die Religion, die uns da geliefert wurde, der Abgötze, den ich von da an anzubeten hatte, war der abscheulichste Götze, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber die religiösen Zwänge, die devote Hundehaltung des Anbetens, war absolut identisch. Und dieser Götze heißt, ich muss den Mann mal imitieren, ich habe im Internet gefunden, es ist der, einer der wenigen Lehrer, die ich noch selbst kenne, der noch an dieser Schule tätig ist. Mit seinem schwäbischen Akzent ging es da immer los, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So, indoktriniert ohne Ende und ich konnte den Mist nimmer leiden und nimmer sehen und habe da halt recht wenig gemacht, stand da mit einer ganz schlechten 3, wobei es üblich war, da ich ja Behinderter war und mit dieser Hüfte der große Morbus Pertes, habe ich ja von den Sportlehrern immer ein Gnadenbrot bekommen, das heißt, wenn guter Wille da war, dann durfte die Leistung ungenügend sein, da gab es trotzdem ein Ausreichend. Und so kam es, dass dieser Mann mir ein Ausreichend gab in Sport, aber gleichzeitig in Ethik, wo ich befriedigend war, ebenfalls ein Ausreichend drauf gemacht hat. Ist 31 Jahre her, ich weiß es heute noch. Ja? So sind diese Erlebnisse und ich habe damals längst Radio DDR gehört und dann hat er aus Brandenburg einen Steffen K. angeschleppt, der war ein Jahr älter als ich und der war aus der DDR in die BRD übergesiedelt und jetzt kannte ich ja schon die Kommentatoren Ernst Knecht und Konsorten und habe gedacht, diesem Mann, dem zeige ich's. Der möglicherweise war genauso alt wie du, der Lehrer, paar Monate Unterschied, müsste ziemlich exakt deinem Alter sein. Und da habe ich gesagt, so, jetzt nehme ich Rache. Und jetzt hat er diesen, damals, ich war 17, der mag 18 gewesen sein, diesen Jungen aus Brandenburg, von dem er wirklich überschwänglich begeistert war, uns dahingestellt. Und der soll mal sagen, wie schlimm das in der DDR ist, und hat er Fragen gestellt. Und da habe ich gesagt, da darf ich doch sicher auch mal ein paar Fragen stellen. Und da habe ich gesagt, ich habe jetzt begriffen, die DDR, die war ein absolut abscheuliches Land. Wir haben hier in der Bundesrepublik, haben wir, das war wohlgemerkt 1983 gewesen, 2,5 Millionen Arbeitslosen. Deshalb nehme ich an, dass die DDR, die ein Viertel der Bevölkerung hat, trotzdem die gleiche Arbeitslosenzahl hat. Nö, das ist nicht so. Ja, wie viele Arbeitslosen habt ihr denn? Das müssen doch mindestens mal wenigstens 1 Million sein. Oder ist es wenigstens 1/2 Million? Ja, nun ja, Schwitz, wir haben gar keine Arbeitslosen. Ja, wie geht das denn? Und ja, was verdient denn ein Arbeiter so? Ja, so 900 Mark. Und da habe ich gesagt, 900 Mark, das ist ja ein Hungerlohn. Müssen die da nicht verhungern? Man zahlt doch für ein Brötchen 25 Pfennig. Ja, was zahlt man denn in der DDR für ein Brötchen? Was? 5 Pfennig? Also wenn die Nahrungsmittel nur ein Fünftel kosten, das heißt, da verdient der DDR-Bürger ja nicht 900 Mark, da verdient er ja 4.500 Mark. Das verdienen ja meine Eltern noch nicht. Ich habe immer gedacht, meine Eltern sind reich. Und der Lehrer, der war am Toben ohne Ende. So, also das ist, mir war immer klar, ich will in die DDR und habe es auch immer wieder versucht. Ich kenne die Rufnummer der damaligen, bitte nicht anrufen, die hat jetzt einen Privatmensch, 0228379051. Also wenn ich gehöre auch zu den Seiten, ich kann zwar nicht eine ganze Seite vom Telefonbuch auswendig lernen, aber für Zahlen habe ich ein Gedächtnis, also da soll ein Abschnitt von oben bis unten, den kriege ich schon hin. So, also Telefonnummer, ständige Vertretung der DDR weiß ich noch nicht und weiß ich immer noch. Und da gab es den Hintereingang Wurzerstraße. Und da gab es ein paar Gespräche, da vergesse ich nie, so ein ganz stämmiger Sachse, 2 Meter groß, 3 Zentner schwer. Ist das in Berlin oder wovon redest du? Bonn. In Bonn. Bonn war die BRD-Hauptstadt. Das war die Bonner Republik. War im Jahr 84, ich weiß noch, Sommer 84. Ständige Vertretung der DDR in Bonn. Ja, richtig. Ja, ja. Die ja. War ich noch oft genug in der heißen Telefonzelle und habe von dort aus angerufen. Und da war ich mal persönlich da. Und dieser Sachse mit dem schlimmsten Erzgebirge ab Zengs. Kommen Sie schön.
Umso schön. Haben Sie Schulden, soll das heißen. Ich habe immer schönen verstanden. Und er wollte natürlich wissen, was das für ein Fluchtgrund ist, in die DDR zu kommen. Jetzt gab es in meiner Verwandtschaft die von einer angeheirateten Tante, die Mutter, die hat ein Kind bekommen von einem Mann, der sich in die DDR abgesetzt hat. Und mit diesem Kind ist halt ein Onkel von mir verheiratet. So, und der hat also unzähligen Frauen ein Kind gemacht und hat sich dann in die DDR abgesetzt. Und irgendwann hat man in der DDR von solchen Leuten wohl die Nase voll gehabt, denke ich mal. Also ich wurde da doch schon über wichtigste Dinge gefragt und was ich da so Vorstellungen habe. Und dann wurde mir geschrieben, ja, bei der Durchsicht Ihrer Unterlagen haben wir gemerkt, dass Sie noch nicht volljährig sind. Wenn Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, können Sie sich wieder gern an mich wenden. Da bin ich wirklich mit dem Bändchen dorthin, habe das wirklich im Brief eingeschmissen, um sicherzugehen, dass er auch nicht irgendwie vom Verfassungsschutz abgefangen wird. Und da habe ich irgendwann ein Antwortschreiben bekommen. Bin am Freitag, dem 22. März, also knappe 2 Monate nach meinem 18. Geburtstag, 85, in Neuwied ins Taxi gestiegen. Und da kam zum ersten Mal so ein Kinderlied, wo da so ein Kind gesungen hat, du da im Radio. Und in so ein Dialog, wo das Kind da im Kindergarten ist. Und das war eine äußerst seltsame, beklemmte Stimmung. Ich wusste ja nicht, ich hatte ja keinen Anker auf der anderen Seite. Bin also in ein Land gereist, das ich überhaupt nicht kannte, wo ich noch nie gewesen bin. Und da ging es also erstmal zum Hauptbahnhof Neuwied. Dann Neuwied Bimmelbändchen mit Frankfurt am Main. Da habe ich eine Rentnerin aus Leipzig getroffen in dem Zug, der da nach Eisenach geht. Oh, DDR, das ist wunderbar, dass Sie hinkommen. Da kriegen Sie Arbeit, da gibt es alles. Da habe ich ihr im Zug auch noch ihre Thermosflasche kaputt gemacht und habe mich in Grund und Boden geschämt. Und habe also 5 oder 6 Mal versucht, ihr 5 Mark West zuzustecken. Und sie hat 5 oder 6 Mal abgelehnt. Und umso peinlicher wurde es mir. Und dann habe ich mich mit einem Bundeswehr-Heini unterhalten, der allerdings nicht in Uniform war, sondern in Zivil, da gab es sich erst später zu kennen. Und der hat mich also unbedingt noch von der Übersiedlung abhalten wollen. Und ein zweiter kam, bei dem sich so ein Gewehr im Unterarm abgebildet hat, der also sich drohend vor mir aufbaute. Und ich habe mich dadurch nicht, habe ich gesagt, ja, wenn Sie berechtigt sind, mich zu verhaften, machen Sie das. Ich hatte noch nie mal im Leben Handschellen angehabt, anders immer das erste Mal. Und hat auch der zweite von mir abgelassen. Und dann gab es einen DDR-Zipfel, der über die Schienen drüber ragte. Das heißt, ich hatte den Metallgitterzaun plötzlich rechts und links gesehen. Und plötzlich war der Metallgitterzaun wieder weg. Und da dachte ich, bin ich jetzt in der DDR oder nicht? Das war dieses eine Zipfelchen, da ich Grenzübergang Bebra-Gerstungen durchfahren bin. Mhm. Und dann ging es Grenzübergang Gerstungen, da sind die Grenzer eingestiegen mit diesen blitzernden silbergrauen Uniformen und den grünen Mützen. War sehr beeindruckend gewesen, sowas hatte ich noch nie erlebt gehabt, damals mit meinen grad frischen 18 Jahren. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe hier zettelständige Vertretung, ich möchte in die DDR übersiedeln. Habe also bis Eisenach gelöst gehabt, ja, dann gehen Sie nicht nach Eisenach, dann steigen Sie ja sofort aus, dann warten Sie im Bahnhof Gerstungen und da holt Sie einen ab. Und da habe ich wirklich 3,5 Stunden in diesem jämmerlichen Provinzbahnhöfchen warten müssen und ich habe mich nicht getraut, das Ding zu verlassen. Die haben ja gesagt, aber jetzt da nicht irgendwie abhauen, wir erwarten schon von Ihnen, dass Sie dann auch im Bahnhof anzutreffen sind. Und dann kam ein sehr merkwürdiges Auto. Was das für ein Auto war, weiß ich erst seit 1,5 Jahren. Ich habe so ein Ding niemals wieder in meinem Leben gesehen. Das sage ich gleich noch. Und ich bin also erstmal mit den beiden Volkspolizisten da hinter auf der Rückseite des Bahnhofs einen Berg hochgekraxelt. Da war ein stillgelegtes Teilstück von Hitlers Reichsautobahn, das über einen anderen DDR-Zipfel drüber ging, aber unterbrochen war. Man löste das auf BRD-Seiten, dass in Wildeck, wo diese komischen Wildecker Herzbogen, die Schlagersänger her sind, das ist das letzte Dörfing vor der DDR, die Autobahn plötzlich aufhörte, die sie also modernisiert haben. Und dann ging eine Landstraße erst nordwärts um den Zipfel herum und dann ostwärts, das heißt bei Eisenach der Autoübergang, das war keine Autobahn, sondern nur eine normale Straße, erst bei Eisenach West wurde das Ganze zur Autobahn. Und
Es ging also deshalb auf dieses stillgelegte Teilstück, was niemand befahren durfte und auch in keiner DDR-Karte eingezeichnet war. Da diese 3 Kilometer, länger war das nicht. Und dann wieder runter durch die Dörfer, wo man da so Kinder im Matsch spielen sah. Und dann auf die richtige Autobahn drauf. Und dieses Auto, das war, also Stoßdämpfer hatte es nicht, sondern das hatte diese altmodische Federung mit diesen, wie man es auch bei der Bahn hat, mit diesen Stahlplatten, die übereinander gelegt sind und dann zusammen so eine Feder bilden. Das ist also bei der Bahn eine gängige Technik. Bei der Bahn hast du das immer. Und bei Autos war das meines Wissens, bevor Stoßdämpfer gab, auch so gewesen. Das Auto heißt Barkas. Ich habe vor 1,5 Jahren so ein Ding allerdings nicht in weiß, sondern in braun bei mir vom Nachbarhaus parken sehen. Ja, wir DDR-Bürger kennen natürlich einen Barkas. Ich habe die DDR, war 14 Monate dort 1988 so ziemlich nahezu ständig dort, was nicht in meiner Biografie auftauchte, vorher nur punktuell. Ich habe also nach den 2 Wochen, die ich in Zeberle-Gröntgental war, da wurde ich erstmal wieder zurückgeschickt. Mhm. Man hat mir die Alternative gelassen, Maurer zu werden. So, als Maurer braucht man Hände wie Klosettdecke. Da bin ich mehr der Uhrmacher-Typ. Und das mit dem Maurer, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war allerdings auch einer, wie ich erst später erfuhr, Haus 3, das war meistens Volkspolizisten. Der meinte an mir, sein Mütchen kühlen zu können. Das war also kein Kommunist, sondern einer, der, wie soll man sagen, ein bisschen mies drauf gewesen ist und mal überlegt hat, wie kann man die Leute so ein bisschen ärgern. Hat aber nichts mit dieser MDR-Propaganda in diesem Video zu tun, mit dieser angeblichen Schikane. Also schlecht gelaunte Leute auf der einen Seite und eine Drangsal wie bei der Hitler-Gestapo, das sind ja wohl Welten. So, aber natürlich, wir kennen ja die Klassenjournalie der BRD. Wobei, es sah auch unheimlich aus, wenn ich aus diesem Haus 3, dem sogenannten Quarantänehaus, also da, wo ich die übers Wochenende drin war, bevor es dann in eine der 4 Baracken ging, wo die Leute untergebracht waren. Da sah ich natürlich, wenn ich diesen ganzen Gang, das Haus war sehr lang gezogen, bis zum anderen Ende, wo im Keller die erkennungsdienstliche Behandlung war. Das kam mir auch komisch vor, wie ein Verbrecher behandelt zu werden, erstmal in meinem Leben da Fingerabdrücke nehmen zu müssen. Mhm. So, und in der Etage drüber, da wurde ich von diesem seltsamen Menschen, der dürfte damals etwa 55 gewesen sein, dementsprechend ist er heute 85. Wenn er noch lebt, wäre eine interessante Begegnung. Wo der mich da also so ein bisschen, ja, was stellt sie sich unter Freiheit vor? Und da habe ich zitiert, Freiheit ist die, und das wusste ich von diesem komischen Ethiklehrer, von diesem Schwaben, freiheitlich-demokratische Grundordnung, der hat gesagt, wisst ihr, was man in der DDR unter Freiheit versteht? Freiheit ist die, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch auf die Definition komme. Einsicht in die objektive Notwendigkeit und die darauf folgende Anerkennung der Gesetzmäßigkeiten. Und das habe ich diesem Fopo-Heini genauso wirklich zitiert. Was ist denn das? Anerkennung von freien Gesetzmäßigkeiten? So Quatsch habe ich ja noch nie gehört. Und er fragte, wo ich gesagt habe, ja, ich bin Mitglied der DKP. Ja, DKP? Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist doch die Schwesterpartei der SED, die bundesdeutsche Schwesterpartei der SED. Ach so? Naja, wenn Sie das sagen, dann wird das ja wohl stimmen. Und da gab es von den Genossinnen und Genossen, das waren meistens Jungs, war ein Mädel dabei. Und da hat er irgendwie probiert, da mir mit dem einen Mädel da eine Beziehung da zu unterschreiben. Aber mit der wollen sie ja Kontakt haben, sie wollen ja sicher noch Kontakt in die BRD haben, dann schreiben wir das mal so rein. Also dieser Mensch, der war ein bisschen seltsam, aber die anderen, vor allem eben interessant, waren diejenigen, die mich über die Militärobjekte in der BRD vernommen haben und Verwandtschaft, die beim Militär, da kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben, was meinst du, wie ich von denen aufgeregt worden bin. Die haben einen Kaffee hingestellt und der Fopo-Heini da im Haus gerade hat mich fertig gemacht. Fertig gemacht. Also, er war halt ein bisschen unangenehmer Mensch, so rau und ruppig. Haus 1 hingegen, das waren sehr vornehme Leute, das waren die sich fürs Militär interessiert haben. Und da hatte ich immer meinen Kaffee gehabt als Mögliche. Da wurde ich behandelt wie ein König. Wie lange warst du da? Das waren lächerliche 2 Wochen und da war ich später in einem anderen Objekt gewesen, wo ich immer wieder, manchmal wurde ich auch in Dortmund abgeholt, weil ich das elterliche Auto nicht benutzen wollte, das wäre aufgefallen. Also ich war sehr oft in der DDR und während ich in Dortmund, das war meine Bonner Zeit, ich habe ja in Bonn zeitgleich auf der
Abendschule das Abitur gemacht und war da auch auf einer Privatschule, die meine Eltern bezahlt haben. Egoisten können sehr spendabel sein, wenn es ihrem eigenen Geltungsbedürfnis nutzt. Das heißt, meine Eltern, die haben den Traum gehabt, zwei Söhne zu haben mit Doktortitel. Mein jüngerer Bruder hat denen den Wunsch erfüllt. Ich bin kein Akademiker geworden, ich bin ein einfacher Durchschnittsprolet geblieben. Ah ja. Also, warte, du bist jetzt nun, du wolltest in die DDR ausreisen und Ich bin bist dann nicht ausgereist, oder wie? nicht da geblieben, ich bin auch nie DDR-Bürger gewesen, aber ich Mhm. war da meine 14 Monate während dieses angeblichen Studiums in Dortmund. Das war kein Zufall, dass ich das mit der Konterrevolution im Dezember 89 abgebrochen habe. Also ich habe keine Profilneurosen, dass ich unbedingt Akademiker sein muss. Ich habe dann eine einfache handwerkliche Lehre gemacht bei der Post, bei der Deutschen Bundespost Telekom von 90 bis 94, mit guten Leistungen abgeschlossen. Das Abitur war nicht so gut gewesen. Ah ja, und Post wurde privatisiert und ich bin seitdem seit 20,5 Jahren arbeitslos. Seit 20 Jahren und einem halben. Jetzt habe ich eine neue Arbeitsvermittlerin bekommen und habe ihr im Februar dieses Jahres gesagt: Wissen Sie was, wir feiern ein wunderschönes Jubiläum. Ich bin gestern auf den Tag genau seit 20 Jahren arbeitslos gewesen. Da können Sie mir ein kleines Geschenk machen und mich zumindest mal befristet in einem hiesigen Staatsbetrieb unterbringen. Oh ja, bewerben Sie sich doch! Ich habe im Laufe meines Lebens knapp 1000 Bewerbungen geschrieben, davon etwa 70 an Staatsbetriebe. Ich habe sie also mit der Lupe gesucht, das kann mir jeder glauben. Es gibt ja kaum noch welche. Man muss man also mit der Lupe suchen, um 70 zusammenzukriegen. Also bis heute sind es etwa 70. Nehmen wir nicht da. Funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, Konterrevolution, die habe ich nur am Rande erlebt. Da war ich auch weniger. Ich habe mich nur über die Asozialen geärgert, die ihre Kinder mit den vollgekackten Windeln zurückgelassen haben und sich da in die Prager BRD-Botschaft verkrochen haben. Dort waren die hygienischen Zustände auch nicht viel besser. Da waren die Asozialen ja wirklich zu Massen drin. Die Prager BRD-Botschaft, die habe ich aber erst 93 kennengelernt, als ich mit Entsetzen feststellte, dass es da keine EC-Automaten gab und ich im Prager Urlaub 1993, also schon zu kapitalistischen Zeiten, ohne Geld da stand. Und da wollte ich ein paar Kröten haben, um in die BRD zu kommen, also DDR, aber damals war es ja schon BRD, war also schon Viertes Reich. Und da hat er mir den allergeringsten Betrag rausgerückt, den ich zurückzahlen musste, lächerliche 25 D-Mark, fürs Bimmelbändchen von Prag nach Dresden. Das war eine Bahn, da war ich wirklich grün im Gesicht gewesen, weil das Ding wirklich 120 Mal angehalten hat, bis ich da in Dresden war. Also ich habe nicht gedacht, dass es da so viele Provinzbahnhöfe oder waren halt nicht alles Bahnhöfe und waren auch manchmal da Signale auf Rot gestellt und was weiß ich. Also ich habe wirklich mitgezählt, muss die Großen auch nur 120 Mal gewesen sein. Habe da mein Geld gezogen und habe dann natürlich den schickesten Intercity zurückgenommen nach Prag. Und wie die mit mir umgegangen sind: Sie haben sich nicht dahin zu stellen, Sie haben sich dahin zu stellen. Stellen Sie sich gefälligst dahin. Das war der Umgangston und mit den Leuten vom Auswärtigen Amt hatte ich ja nochmal Begegnung. Da braucht man nur unseren ersten Film zu sehen, Stichwort Bönnemann. Wir wissen alles, was das für ein gesellschaftlicher Bodensatz ist. Ich will diese Leute wirklich niemals wieder in meinem Leben zu Gesicht bekommen. Da wird mir heute noch speiübel. Naja, so viel zu meiner Biografie. Ist nicht über Jugoslawien, da habe ich ja letztes Mal schon einiges gesagt. Ja, wir bemühen uns ja in diesem konkreten Fall eben zu zeigen, wie sich ein Mensch entwickelt, welche Verhältnisse dazu führen, dass man Klassenbewusstsein gewinnt. So kann man dieses und jenes bewerten und wir werden unser Gespräch noch ein weiteres Mal fortsetzen, denn wir sind sehr ins Detail gekommen. Und können nur sagen, wir setzen es demnächst fort.